Genau. In der Einleitung ist es ja schon angeklungen. Wir haben in der Projektlaufzeit, ja, also wir, das ist jetzt mein Kollege Herr Wilkens und das bin ich, festgestellt, wir können jetzt zwar an der Uni was entwickeln, aber es muss am Ende auch in die Praxis überführt werden und am Ende hat das natürlich auch eine, ja, vielleicht die Möglichkeit, Verbreitung zu finden. Wir haben die Firma DataHit gegründet und bieten uns gerade auch als Monitoring-Dienstleister an. Und wir haben ein paar andere Ansätze, die vielleicht ein bisschen neuer sind und Sie interessieren könnten. Was wir als Spin-off des Projektes anbieten, ist eine Box. Da werden Messdaten über die Anlagentechnik erfasst. Was wir machen, ist, wir reduzieren uns nur auf Temperatursensoren. Ich habe Ihnen vorhin ja gesagt, dass ich die Verbrauchsdatenanalyse so toll finde, aber noch lieber mag ich Temperatursensoren. Ich erkläre Ihnen gleich genau, warum. Dann haben wir quasi eine Oberfläche, wo man halt genau darauf zugreifen kann. Und unser Anspruch ist es, dass wir aus den Temperatursensoren auch direkt Maßnahmen ableiten und Warnungen und Empfehlungen zur Anlageneffizienz. Und da möchte ich Ihnen jetzt nochmal so einen kleinen Input geben, warum wir das machen und wo man es nutzen kann. Wir haben das Problem in Bestandsgebäuden, es gibt so ein Dilemma der Investition in ein Monitoring. Wenn Sie da Wärmemengenzähler einbauen oder Messtechnik, dann haben Sie erstmal ein paar tausend Euro in der Hand und Sie haben die Daten ja auch noch nicht ausgewertet, müssen sich da noch hinsetzen. Und irgendwann bauen Sie doch die Anlage um. Allerdings haben wir festgestellt, es ist ein deutlicher Vorteil, im Bestand zu messen, weil Sie damit die Datengrundlage auch legen für die Umbauphase. Sie investieren vielleicht am Anfang ein bisschen mehr in Idee und Konzept, aber Sie haben dann spätestens in der Planungsphase schon die Datengrundlage, können dort günstiger planen, angepasster planen. Die Umsetzung wird günstiger und am Ende auch der Betrieb. Und sag mal, Monitoring ist in allen Fällen sinnvoll. Wir bieten unsere Leistung an in der Vorphase, also Datenerfassung in der Konzeptphase, dann Qualitätssicherung in der Inbetriebnahmephase und das Thema Betrieb und Störungsmanagement haben wir auch gleich mit abgedeckt mit einer Monitoringtechnik. Das Thema Monitoring möchte ich jetzt noch mal ein bisschen auseinandernehmen, weil alle was anderes darunter verstehen. Wir haben ja im Projekt gefragt, was ist denn eigentlich Monitoring? Und alle haben gesagt, ja, wir machen Monitoring, kein Problem. Also, einige sagen, wir nehmen unsere Verbrauchszählerdaten monatlich. Super Monitoring. Andere sagen, die haben 15 Minuten Daten vom Versorger. Andere sagen, sie haben auch noch Unterzähler, die sie vielleicht auch aufrufen. Andere sagen, gut, die jährlichen Abrechnungsdaten auf der Rechnung, die nehmen wir und machen eine Witterungsbereinigung. Dann haben wir das Thema Gebäudeleittechnik, dass dort Daten auflaufen und die eventuell auch gespeichert werden. Andere sagen, gut, wir haben Alarme, die in der Anlagensteuerung eingestellt sind und auflaufen. Also jeder hat mit dem Monitoring irgendwie einen anderen Bezug. Das ist nicht klar definiert. Und wenn man es unterscheiden möchte, wir haben hier Aspekte, die die Messtechnik betreffen, also Verbrauchszähler, Wärmemengenzähler. Wir haben Anlagendaten. Der Aufnahmetakt ist relevant. Dann haben wir Aspekte der Auswertung, also wird eine Witterungsbereinigung durchgeführt? Gibt es eventuell für Alarme Schwellenwerte, die definiert sind? Dann haben wir im Monitoring Aspekte des Ziels, ne? Also geht es darum, Störungen zu detektieren oder ist es eher ein Benchmarking, wie wir das bei der Witterungsbereinigung haben? Oder geht es um eine Anomaliedetektion?
Also die Auffassungen sind sehr unterschiedlich. In den meisten Liegenschaften haben wir Messtechnik wirklich nur für die Abrechnung da oder für die Regelung. Und eine wirkliche Strategie, also mit Strategie meine ich, dass alle Aspekte irgendwie definiert werden und umgesetzt werden, war in den Engito-Liegenschaften nicht vorhanden. Also schauen wir uns mal an, wie so eine Monitoring-Strategie aufgebaut werden kann. Also wir brauchen erstmal eine konkrete Zieldefinition. Wofür wollen wir das Monitoring nutzen? Wollen wir Trends erkennen? Wollen wir dokumentieren? Geht es darum, das Betriebsverhalten zu bewerten? Geht es um Störungsidentifikation fürs Störungsmanagement auch? Haben wir das Thema Effizienzpotenzial, also nur ein Teilaspekt, aber jetzt hier Hauptthema des Vortrags? Oder geht es darum, eine Datengrundlage für die Umbauplanung zu legen? Dann haben wir das Thema Messtechnik und ein entsprechendes Konzept. Also wie werden diese Ziele mit Messtechnik auch am Ende erreicht? Da haben wir im Projekt, ich sag mal, diese Kugeldarstellung entwickelt, weil wir auch einfach Technik eine gewisse Komplexität zuordnen wollten und das quasi leichter erfassbar machen wollten als über die bekannten R&I-Schema. Also was Sie sehen, ist quasi eine Überführung von so einem R&I-Schema einfach in ein graphentheoretisches Modell. Sie erkennen vielleicht einzelne Komponenten wieder. Hier unten haben wir einen Wärmeerzeuger. Da geht irgendwie vom Wärmeerzeuger eine Leitung auch zum Heizkreis. Eine direkte Verbindung haben wir in dieser Graphendarstellung immer dann, wenn die Temperaturen sich nicht ändern. Wenn die sich ändern, dann ist halt eine Zwischenkomponente, wie hier der Verteiler, eingefügt. So, dann haben wir einerseits den Weg zu dem Verteiler, andererseits zum Wärmeübertrager und auch ins Trinkwasser zurück. Also so ein relativ einfaches System, ein Wärmeerzeuger, ein Heizkreis, Trinkwarmwasserkreis, lässt sich auf einem Graphenmodell darstellen. Und da zeige ich jetzt, wo ich Messtechnik einbauen würde. Am Wärmeerzeuger, das wäre dann zum Beispiel ein Gaszähler, wenn wir eine Brennwerttherme haben. Den könnten wir schon mal nutzen, um Trends zu erkennen oder auch zu Dokumentationszwecken. Wenn wir zusätzlich noch ein paar Submeter einbauen an den Verbrauchskreisen oder im Trinkwarmwasser, dann können wir auch noch das Betriebsverhalten bewerten. Und wenn die Daten, sag mal, viertelstündlich, vielleicht sogar öfter auflaufen, dann haben wir sogar Mittel zur Störungsidentifikation. Wir können die Daten auch nutzen als Grundlage für die Umbauplanung und um Effizienzpotenziale zu entdecken. Wir können uns das aber auch noch günstiger gestalten, indem wir einfach in allen Kreisen, also hier ist es angedeutet, in allen Kreisen, einfach Temperaturmessstellen nutzen. Temperaturmessung hat den Vorteil, die kann ich einfach nachträglich mit anbringen. Ich brauche da keine Wärmelenkzähler, keine Durchflussmessung einbauen. Und der Vorteil ist, ich kann mit den Messdaten die gleichen Ziele erreichen. Ich kann Trends entdecken, ich kann das dokumentieren, ich kann das Betriebsverhalten sogar noch besser bewerten, Störungen kann ich identifizieren und ich habe auf Grundlage der Temperaturdaten auch eine Grundlage für eine Umbauplanung. Die Verbrauchszählerdaten haben wir trotzdem meist, also die fallen ja nicht weg, aber wir können viel mehr Ziele erreichen mit einer günstigeren Messmethode, die einfach nachrüstbar ist. Und noch ein Vorteil ist, gerade bei komplexeren Systemen ist die Methode viel besser skalierbar. Also wir hätten jetzt hier mal ein System, das müssen Sie mir jetzt glauben, da haben wir auch nur einen Heizkreis und ein Trinkwarmwasser als Nutzung. Aber das ist die Kita, die ich Ihnen vorhin gezeigt habe. Da haben wir quasi hier zentral einen Speicher
Davon wird das System gespeist. Und dann haben wir noch eine relativ komplexe Hydraulik, um Solarthermie einzubinden, um eine Wärmepumpe einzubinden und einen Erdkollektor einzubinden. Das sieht im Graphenmodell dann jetzt so aus, wie es hier aussieht. Und das kann man halt mit Temperaturmesstechnik deutlich einfacher erfassen, als wenn sie jetzt überall Submeter einbauen würden. Oder wenn sie sich auch überlegen würden, wo wäre denn jetzt eine Submeter-Messstelle sinnvoll eingebaut. Also Vorteil, wir haben ein System, was quasi sehr einfach anzubringen ist. Sie müssen wirklich immer nur Temperatursensoren anbringen und am Ende können sie softwarebasiert das System zuordnen. Dann haben wir das Thema Auswertestrategie. Ne? Also jetzt haben wir bisher nur geklärt, wo laufen denn die Daten auf, aber wir haben noch nicht geklärt, was wird damit gemacht. So eine Messtechnik, da müssen sie am Ende die Daten vorverarbeiten. Also sie müssen gucken, gibt's vielleicht Ausfälle. Sie müssen vielleicht Daten konvertieren, dann werden oft Daten gegeneinander verglichen, visualisiert und am Ende interpretiert. Sie können das alles, sagen wir mal, automatisiert und technisch machen lassen oder sie lassen halt Leute drauf gucken und vielleicht in Excel-Dateien das erstmal programmieren, dass sie eine Visualisierung haben und dann interpretieren sie es. Also die Auswertestrategie beschreibt, wo eigentlich eher die Schnittstelle zwischen Mensch und Technik. Da kann man sich vorstellen, gut, sie haben, also sind jetzt drei prototypische sagen wir Fälle. Sie haben lokale Experten, die schauen sich einfach die Messdaten an, schauen vielleicht vor Ort direkt auf den Temperaturzähler und arbeiten daraufhin Maßnahmen, die dann umgesetzt werden. Dann haben wir eher das Thema der zentralen Experten. Das heißt, sie haben irgendwo eine Fachtechnik. Die schauen sich für einzelne Liegenschaften standardisierte, vorverarbeitete Berichte an, nutzen die und leiten daraus hin Maßnahmen ab, schauen vielleicht auch nochmal in Detaildaten rein. Und dann haben wir das Thema, gut, wir haben Assistenzsysteme, die quasi die Datenvorverarbeitung bis zur Interpretation übernehmen, konkrete Maßnahmen entwickeln und sie müssen dann nur noch umsetzen. Das ist sicherlich angesichts des Fachkräftemangels eine Methode, wo wir hin müssen und wo wir als Delta Heat auch dran arbeiten. Jetzt waren hier ein paar Fragen, da muss ich mal kurz gucken. Also was haben wir hier? Frage von Herrn Lange. Außentemperatur, Nutzung, zusätzlich messen. Also genau, also Außentemperaturfühler, wenn es sich anbietet, würden wir die vor Ort mit erfassen. Ansonsten gibt es dort auch öffentlich zugängliche oder auch käufliche Daten, die man reinziehen kann. Für die Engito-Analysen haben wir sehr oft, gerade für die schon vorhandenen Verbrauchsdaten, sagen wir, auf Wetterdatenbanken zurückgegriffen. Jetzt hatte Herr Lange noch gefragt, die Kontraktoren im Land Berlin sind doch eher Spezialisten, die sich im Schwerpunkt eher nur um ihren Spezialeinsatz kümmern. Der Rest, wie zum Beispiel Dämmung, Fenstermodernisierung, bleibt dann außen vor. Ja, würde ich eher als Kommentar sehen und nicht als Frage. Können wir vielleicht in der Diskussion nochmal drauf eingehen. Ein paar Folien habe ich noch. Genau, also Auswertestrategie Richtung automatisierter Auswertung und Assistenzsystem heißt, an sich muss man das Thema auch von vornherein mitdenken. Wenn Sie eine Anlage neu planen, müssen Sie eigentlich schon wissen, wie werden Daten, die erfasst werden, danach im Betrieb auch ausgewertet. Was werden als Tools, welche Tools nutzen Sie, um die auszuwerten?
um es im Betrieb möglichst einfach zu machen und nicht die Leute ja, auf einer Datenbank sitzen zu lassen, ohne die Daten auszuwerten. Genau, also wir messen, wir mit den Messdaten können wir quasi auch nicht nur komponentenweise auswerten, sondern systemisch. Das heißt, dass wir schauen können, die Solarthermieanlage läuft, bindet vielleicht direkte Wärme in den Speicher ein. Und wenn es dort quasi bis zum Heizkreis geht, ist natürlich auch immer die Frage, gibt es dort eine Vermischung? In dem Fall könnte man das detektieren und dann auch so klarstellen. Oft fehlt der Blick für die Effizienz im System. Und genau so eine Fragestellung lassen sich quasi mit einer detaillierten also Auswertung von verteilten Messdaten auch erst beantworten. Was haben wir noch weiter hier? Genau, wir haben jetzt als Firma quasi eine Liegenschaft des Enkidu-Projektes auch quasi als Umsetzungsmaßnahme haben wir dort als Firma auch das Ganze begleitet. Das ist auch da bei den wasserbetriebenen Liegenschaft. Ist ein Nahwärmesystem. Sie haben hier mehrere Gebäude, also hier vorne ein Wohnhaus, hier hinten ein Verwaltungsgebäude, hier auch Bürogebäude und eher so Werkstatt, Sanitär. Und diese Liegenschaft soll auf 100% erneuerbare Wärme umgebaut werden. Und wir waren dort, sagen wir mal, in der Vorabphase mit drin, um zu schauen, was geht, was lässt sich im System vielleicht noch optimieren. Was wir haben, wieder Energieanalyse aus dem Verbrauch, Verbrauchsdaten 2020 bis 2021 vor der Optimierung. Dann haben wir seit August letzten Jahres hier mehrere Messdaten im optimierten System. Es wurde dort vorrangig ein Niedertemperaturkessel in einer Vorrangschaltung zum Brennwertkessel gefahren. Der Brennwertkessel war auch eine Zeit lang kaputt oder wurde aus Geräuschemissionsgründen nicht eingesetzt. Wurde dann repariert und man sieht auch deutlich, die Effizienzverbesserungen. Zusätzlich gab es Maßnahmen in den Zeitplänen. Es gab eine Lüftung, die angepasst wurde. Wir haben dort Trinkwarmwasser, die Speichertemperaturen variiert und verbessert. Also man sieht eine deutliche Absenkung des Energieverbrauchs. Wir können es bisher quasi nur in dem Korridor anzeigen, weil wir noch nicht genug Daten haben, wo wir sagen, das ist jetzt genau auf der Linie. Aber der Trend ist ersichtlich, auch hier Größenordnung über 35% Einsparung. Was machen wir sonst? Wir haben Messtechnik entwickelt, und gerade Temperatursensoren auch im laufenden Betrieb anzubringen und das für die Installation sehr einfach zu halten. Das Ziel ist quasi, einen Datensammler zu haben, den wir nicht immer nur selber anbringen, sondern der auch durch ja, geschultes Personal, aber nicht unbedingt eigenes Personal angebracht werden kann. Genau, die Daten werden unabhängig vom WLAN vor Ort, die werden halt einfach über ein LTE-Modem ausgeleitet und wir werten die Daten direkt auf. Das heißt, wir können je nach Größe der Liegenschaft an einem halben Tag bis Tag die Anlage aufschalten und haben ab dann Messdaten und eine Anlagenbewertung vorliegen. Der Vorteil nochmal zwischen Temperaturdaten und Verbrauchsdaten ist, bei Verbrauchsdaten sehen Sie
nach vielleicht einem Monat, dass was nicht gut läuft. Bei Temperaturdaten sehen Sie, können reingucken, was läuft verkehrt. Sie können direkt Fehler benennen. Und das ist quasi im Gesamtprozess nochmal eine deutliche Beschleunigung. Wir haben natürlich nicht nur die Messtechnik, die wir entwickeln, sondern hier mal ein Beispiel aus dem Bereich Trinkwarmwasser, auch die Analytik, ne? Also wir wollen ja nicht nur diese klassischen Ausfälle detektieren damit, sondern auch Ineffizienzen oder auch Fehler, die vielleicht sonst unter dem Radar wegfallen. Und das ist mal ein Beispiel. Da haben wir hier Temperaturdaten eines Trinkwarmwassersystems mit nächtlicher Temperaturabschaltung. Deshalb geht es nachts immer runter. So, das ist einfach dieser Verlauf. Und jetzt erkennen Sie natürlich direkt auf dem Auge, was ist das hier im 17. 18. Januar, da ist was falsch, das System erreicht nicht die Temperaturen. Die Frage ist, wie geht man jetzt damit um? Da gibt es eine sogenannte dichtebasierte Cluster-Analyse. Da schauen Sie immer, in welchen Temperaturbereichen oder in welchen allgemeinen Messwertbereichen, also müssen ja nicht nur Temperaturwerte sein, häufen sich Messdaten und darauf aufbauen kann man eine Anomaliedetektion entwickeln, weil dieses Verfahren in dem Fall mit nur zwei Parametern unterschiedlichste Cluster detektiert. Also wir haben dieses Cluster des Normalbetriebs, das sind quasi die typischen Zustände, die sie erreichen im Trinkwarmwassersystem. Dann haben wir hier ein orangenes Cluster, das ist quasi in dem Fall der Ausfall der Speicherladepumpe. Es werden zwar noch gewisse Temperaturen erreicht, weil noch eine Nachströmung über die Kesselpumpe erfolgt in das System, also ein Wärmeeintrag. Und dann haben wir das Cluster Ausfall Kessel, wobei sehen die Temperaturen liegen dann doch deutlich drunter. Vorteil von, sag ich mal, eher so ein modernen Verfahren des maschinellen Lernens ist, dass sie die recht generisch auf unterschiedlichste Probleme anwenden können. Die Kunst liegt natürlich da doch am Ende darin, die Verfahren so zu parametrisieren, dass sie für die konkreten Fälle auch wirksam sind. Und dass sie die Nachbearbeitung auch hinkriegen. Ne? Also das machen wir, dass wir jetzt sagen, wir können zwar detektieren, aber genau die Kunst besteht auch darin, auch eine Information draus zu stricken, zu sagen, was ist denn an den Stellen falsch? Und das ist, wo wir als Firma auch hinwollen, dass wir am Ende ein System haben, was auf, sag mal, jede Anlagentechnik am Ende auch raufpacken können und sie kriegen da automatisiert gesagt, es läuft, es gibt die und die Fehler, es gibt die und die Effizienzpotenziale. So, am Ende haben Sie quasi was in der Hand, die Web-App, und Sie haben quasi ein einfaches Ampelsystem, Rot, Betriebssicherheitsverwarnungen, Ausfälle, Gelb wären quasi so Effizienzpotenziale. Und was viele interessiert, ist natürlich auch, die Anlage läuft gut, ist auch eine Information, ist auch sehr oft nicht bekannt, wäre quasi auch eine Bewertungskategorie. Und wir entwickeln das zusammen im Team mit Informatikern und auch Ingenieuren gerade weiter. Paar Beispiele aus unserem Alltag. Wasserbetriebe hatte ich schon gesagt. Das haben wir jetzt gerade einen Auftrag in der TU Berlin im Gebäudemanagement angesiedelt, dort für ein Forschungsgebäude die Kälte zu optimieren. Wir entwickeln da ein Mess- und Befragungskonzept. Also Sie sehen auch, der soziotechnische Aspekt ist dort wichtig. Wir begleiten dann die Optimierungsmaßnahmen und den Systemumbau. Und was haben wir noch? Beispiele aus der Praxis. Eine Schweißanlage, also eher Bereich Lüftung. Dort hat sich wurde festgestellt, dass
nach dem Umbau die Energieverbräuche gestiegen sind und wir sind jetzt quasi mit Messtechnik vor Ort und analysieren das System und geben quasi Empfehlungen für die Optimierung. Dann haben wir noch einen Betreiber. Da ist das System an sich vielleicht nicht so komplex, aber die Komplexität für den Betreiber liegt in der Vielzahl an Anlagen, in dem Fall immer Trinkwarmwasseranlagen, wo es quasi eine Überwachung geben soll für alle Anlagen. Und wir haben dort mittlerweile mehrere Liegenschaften nachgerüstet. Es gibt quasi eine einheitliche Monitoringlösung für alle Anlagen mit Störmeldung. Genau, das war jetzt der Teil Monitoring und Spin-off Delta Heat. Und jetzt bin ich eigentlich zeitlich durch. Und typischerweise gibt es am Ende von so einem Vortrag immer noch eine Zusammenfassung. Aber ich dachte mir, wir machen es mal so, dass Sie vielleicht in den Chat schreiben oder es kundtun, was Sie so mitgenommen haben. Kann ich vielleicht noch darauf reagieren und sagen, das sollten Sie so nicht mitnehmen oder es ist genau richtig. In der Zwischenzeit, wenn Sie überlegen, was Sie vielleicht mitgenommen haben, schaue ich mal auf die Fragen, die noch aufgetaucht sind. Ist denn die App von einem Gebäude ins andere übertragbar? Ich schätze mal, das bezieht sich jetzt auf die Engito Web App, das heißt diese Matrix-Darstellung, Organisation und Technik. Genau, also wenn man jetzt für ein Gebäude, für eine Anlagentechnik das gemacht hat, dann hat man natürlich oft dieselbe Organisation und das ist übertragbar. Jetzt könnte eine andere Anlagentechnik in einem anderen Gebäude natürlich auch technisch ein bisschen andere Voraussetzungen haben. Also wir fragen da zum Beispiel auch ab, wie sind einzelne Komponenten bezüglich Messtechnik ausgestattet? Und von daher ist es vielleicht nicht übertragbar, aber man kann ja einfach eine vorhandene Konfiguration kopieren und dann variieren und hätte man quasi sehr schnell eine zweite Liegenschaft erstellt. Ja, jetzt habe ich sonst, wenn Sie gerade nichts in den Chat schreiben, noch eine kleine Frage mitgebracht. Es wird sehr oft von geringinvestiven Maßnahmen gesprochen. Und die Frage ist eigentlich, was ist eigentlich geringinvestiv? Das ist eine Frage, die haben wir auch quasi den Liegenschaften und die Experten gefragt. Vielleicht können Sie ja da noch mal so ein bisschen überlegen, was ist eigentlich geringinvestiv? Hier war noch die Frage, ob das eine wirtschaftliche Ausgründung ist. Also ja, wir sind eine GmbH und sind quasi wirtschaftlich tätig. Also das heißt jetzt nicht, das schreibt jetzt eine Zahl, die ihr schätzt, 1000, 2000, 10.000, 100.000 oder was? Na jetzt, na was heißt denn überhaupt 1000? Was gering investiv ist, ja, das geht ja schon in die richtige Richtung. Manche sagen vielleicht, das ist eine Euro wert. Bis 5 Euro pro Quadratmeter. Ne? Also da haben wir schon mal, okay, wir sagen, das ist ein Wert, der sich an flächenbezogen, aber Monitor bemisst. Dann haben wir Amortisationszeiten, kleiner ein Jahr. Was wir im Projekt noch festgestellt haben, gerade bei den öffentlichen, ist, dass dort auch die Vergabeschwellen sehr wichtig sind. Also geringinvestiv ist alles, was ich schnell vergeben kann. Und dann ist es wieder abhängig von quasi, ob ich quasi im Baubereich bin oder ob es irgendwie andere Aufträge sind. Also von daher ist geringinvestiv auch quasi noch nicht normiert. Also sehr oft haben wir auch die Amortisation gehört, teilweise, wo
wurden auch 2, 3 oder 4 Jahre noch als gering investiv verstanden. Wird noch geschrieben, gering investiv ist die Suche nach Schwachstellen. Ja, es geht in die Richtung, also es geht auch in eine Richtung, die wir natürlich adressieren müssen. Ne? Wir sagen oft, machen wir ein Beispiel, die Behebung eines Regelfehlers oder sagen wir, wir hatten das Beispiel mit dem Solarkollektorfühler. Die Behebung, da schicke ich vielleicht eine Firma hin, die schaut sich das an, kostet ein paar hundert Euro. Die Frage ist ja, wie viel kostet mich eigentlich das Feststellen, dass dort ein Fehler ist? Also das Monitoring an sich. Das wird oft vergessen, dass man eigentlich die Voraussetzungen schaffen muss für gering investive Maßnahmen. Und da gehört das Monitoring als Investition dazu. Keine wesentlichen Änderungen, ja genau. Also man hat jetzt keine großen baulichen Maßnahmen, keine Wärmedämmung, keine neuen Wärmeerzeuger. Obwohl es aus meiner Sicht auch Maßnahmen gibt, die darunter fallen würden, zum Beispiel auch Erneuerung einer Gebäudeleittechnik, wenn dann am Ende tatsächlich nichts besser läuft, haben wir quasi auch investiert, ohne viel zu gewinnen. So, jetzt haben wir hier Klinikbetrieb. Das ist schon eine fachliche Frage. Da muss ich mal reingucken, lese ich mal vor. Also da hat jemand einen Klinikbetrieb mit Blockheizkraftwerk. Das ist in den ersten Jahren gut gelaufen. Nach der Modernisierung der Wärmeerzeugung takt der Warmwassererzeugung. Der Warmwassererzeugung. Taktet das BRKW durch die hohen Rücklauftemperaturen häufig? Wie können Sie das Problem feststellen? Also wenn wir jetzt rangehen würden, Temperaturmesstechnik haben, dann würden wir Taktintervalle aus den Messdaten detektieren und Änderungen in den Taktintervallen lassen sich auch feststellen. So, jetzt ist die Frage, wo kommt das Problem her? Wo kommen eigentlich die hohen Rücklauftemperaturen aus der Wassererzeugung her? Dazu wäre es interessant, da irgendwie nochmal das Systemschema zu sehen. Also wir können auch Wortmeldungen verarbeiten, indem sie sich irgendwie bemerkbar machen, am besten Mikro oder sowas in Chat schreiben, dann können Sie hier eine Frage stellen oder einen Kommentar oder einen Beitrag. Genau, also gering investiv, da kommen immer noch ein paar Antworten rein, das ist sehr schön. Dann halt glänzt, jetzt muss ich den aus der Teilnehmerliste suchen. Genau, also was Sie sehen ist, dass vielleicht so manche Sachen, die man immer so für gegeben nimmt, wie einfach gering investiv, doch sehr anders auch interpretiert werden können. Sie haben ein Mikro, Sie müssen jetzt irgendwie hier was bestätigen. Okay, jetzt sind Sie stumm geschaltet. Sie müssen doch irgendwie einen Button drücken, dass Sie Ihre Stummschaltung aufheben. Drücken Sie mal auf die Leertaste. Oder wie machen Sie das immer, Herr Buchin? Ich drücke immer auf das Symbol mit dem Mikro. Ja, also in Ihrem Dings gibt es ein Symbol mit Mikro. Da klicken Sie mal drauf. Tja. Also man muss das im Browser immer erst noch freigeben, dass man quasi das Mikro nutzen kann. Also bei mir oben in der URL-Leiste des Browsers sind so ein Einstellungssymbol. Jetzt sieht es gut aus, Herr Klemm. Jetzt bleiben Sie so, nichts mehr anfassen. Bin ich zu hören?
Ja, sehr gut. Ah, wunderbar, wunderbar. Also eigentlich hat Herr Buchin das ja gesagt. Unser Problem ist, dass wir also nur eine sehr reduzierte Wartung haben und eben naja, keine Überprüfung der Anlagen ist. Wir haben das grundsätzliche Problem auch, dass das, was gesetzlich vorgeschrieben ist, was auch der Schornsteinfeger macht, also so in Emissionsmessung und so weiter, überbewertet wird. Nicht? Da kommt ja auch ein Ausdruck, wo also was von Effizienzprozenten eben ist. Und die generelle Meinung ist dann eben, ja, ist ja top, die Anlage läuft ja in Ordnung. Dass das nur eine Überprüfung technischer Sicherheit ist und nur die Effizienz der reinen Verbrennung des Kraftstoffes, also was jetzt Öl- und Gasheizung betrifft, das ist eben hinlänglich nicht bekannt und dass da überhaupt keine Aussage zur Effizienz der Gesamtanlage getroffen ist, das ist eben auch nicht im Hintergrund dabei. Ein zweites großes Problem ist, was sich auch nicht so einfach beheben lässt, weil es einfach eben gewachsen ist, dass sich Heizungsinstallationsbetriebe eigentlich so eine Mischfinanzierung haben, dass sie also ihren Hauptgewinn oder ihren Haupterlös auch machen durch das Verbauen von Bauteilen, von Komponenten, die sie ganz einfach teurer in Rechnung stellen, als sie es selber einkaufen. Und dass die Stundenvergütung eben gar nicht kostendeckend kalkuliert sind. So, und wenn ich als Betreiber einer Anlage eben Angebot habe und da ein Angebot steht daneben, dass eine Stunde, jetzt weiß ich mal, 55 Euro netto kostet und die anderen, die üblich 39 Euro dort anbieten, dann wähle ich natürlich nach dieser geringeren Summe aus, weil da keine Wertung hinterstehen kann, wie die Qualität dann eben ist. Daraus resultiert eine hohe Unwilligkeit von Fachbetrieben, obwohl sie es können, das will ich nicht in Abrede stellen. Aber sie werden mit dem Klammerbeutel gepudert, wenn sie freiwillig eben einen hydraulischen Abgleich anbieten, weil sie daran nicht verdienen, sondern eben eher zusetzen dabei. Ich habe da auch kein Rezept, wie wir also diese Situation überwinden. Aber Fakt ist, dass also sowohl von Auftraggeberseite als auch von denen, die das ausführen müssten, eben eine sehr geringe Bereitschaft ist, eben gerade diese investiv eben solche Maßnahmen wie einen hydraulischen Abgleich oder eben mal eine Fehleranalyse oder Betriebsanalyse oder wie sie es eben auch nennen wollen, eben überhaupt machen zu lassen. Soweit erstmal. Ja, vielen Dank. Ja, da kann man gar nicht so viel mehr zu sagen. Und wenn ich mich recht erinnere, Sie wissen, wovon Sie reden. Wir haben schon mal telefoniert. Waren Sie mal bei Vattenfall auch mit diesem Energiesparcontracting? Sind Sie Energiesparpartner? Nein. Dann habe ich Sie verwechselt. Das war mein Stiefzwilling. Okay, also das gibt keine Resonanz im Publikum. Die Frage ist ja immer, es ging ja auch jetzt so Richtung, wann setzt man vielleicht Maßnahmen um? Und ich meine, irgendwie stehen alle Anlagen irgendwann vorm Umbau. Und ich glaube, das ist immer ein guter Zeitpunkt, vielleicht danach das System auch anders zu gestalten. Also man kann vorab natürlich nochmal mit dem Monitoring reingehen. Aber zumindest, wenn neue Anlagentechnik in den Bestand reinkommen, da sollte uns klar sein, dass wir nicht davon ausgehen können, dass eher komplexere Technik so gut läuft, wie sie laufen könnte. Wir haben Defizite in der Umsetzung, das haben wir gerade schon gehört. Ne? Also das Fachpersonal kennt vielleicht so ein, die einen kennen die Wärmepumpe, der nächste kennt dann eher die Solarthermie, aber so dieses Integrierte, dieses Systemsicht, ist noch nicht so verbreitet.
also gerade auch in der Umsetzung. Gerade für die Wärmewende müssten wir immer auch eine Art Qualitätsoffensive gleich mitführen. Und das geht aus meiner Sicht nur mit Monitoring und Fachexperten, die drauf gucken. Oder Monitoring mit automatisierter Auswertung. Okay, jetzt habe ich gerade wieder auf die Uhr geguckt und ich würde sagen, jetzt würde ich erst mal Ihren Teil, mein Feedback abholen. Und darum bitte ich jetzt um Ihr Votum. Okay. Dann lasse ich mal das so stehen. Und es ist immer wieder so, dass tatsächlich das Webinarformat durchaus geschätzt wird. Und wenn der Referent einfach so gut ist mit seiner Präsentation, mit der Informationsqualität und mit seinen Impulsen und Anregungen, dann kommt das. Die Moderation fällt dann immer hinten runter. Und was ich auf gar keinen Fall versäumen will, ist, dann können wir vielleicht nachher noch das nochmal anknüpfen. Nächsten Dienstag haben wir Wärmepumpen. Und zwar speziell jetzt nochmal für den Bestand von Ein- und Zweifamilienhäusern. Und die Nachfrage ist ziemlich groß, ziemlich hoch. Freut uns natürlich sehr. Und das heißt also, das geforderte Kontingent für interessierte Nichtmitglieder ist schon ausgeschöpft. Aber das ist die Gelegenheit, jetzt noch Mitgliedsantrag auf den Weg zu bringen. Und da haben wir auf jeden Fall noch Restplätze reserviert für unsere Mitglieder. Und natürlich, wenn Sie eine Teilnahmebescheinigung haben wollen, dann können Sie nach wie vor buchen. Den Mitgliedsantrag habe ich jetzt schon mal hier in den Chat gestellt. Würde uns sehr freuen, wenn da noch ein Rücklauf kommen würde. Das will ich jetzt da mal bewenden lassen. Jetzt haben wir noch 5 Minuten bis zu Nachrichten. Wenn Sie jetzt noch Lust haben, dann können Sie noch die eine oder andere Frage vielleicht noch stellen. Oder Herr Buchin, haben Sie noch, also letztendlich, mir ist schon irgendwie komplex, also es ist unglaublich komplex. Sie haben jetzt mit, nee, was ist das jetzt? Werden Sie Doktor danach, nach dieser Arbeit? Kriegen Sie Doktor dafür? So einfach ist es nicht, da muss ich noch ein paar Veröffentlichungen für schreiben, aber im Prinzip ist das Teil des Themas, ja. Ja, aber das ist es doch Ja. letztendlich. Also man muss sich sowas intensiv in einer Art Doktorarbeit damit auseinandersetzen, um bei komplexen Anlagen halbwegs einen Durchblick zu kriegen. Und Sie machen jetzt das Praktische daraus, dass Sie jetzt ein Startup daraus gründen und das, was Sie hier an Know-how erarbeitet haben, das können Sie jetzt sozusagen anbieten und dann tatsächlich effizient einsetzen. Aber letztendlich wird es ja immer komplexer. Und wenn mit dem ganzen Personalabbau und Fachkräftemangel, also irgendwie kann man da nur schwarz sehen, letztendlich. Ja, nein, also Komplexität ist ja auch schwer greifbar, ne? Also wir fahren alle vielleicht ein Auto und ein Auto ist am Ende auch eine sehr, sehr komplexe Anlagentechnik und wir handeln das einfach und okay, die Effizienz, da gab es ja jetzt Studien, die vielleicht nicht so vorteilhaft sind. Aber am Ende ist es eine sehr komplexe Maschine, die wir gehandelt kriegen, weil die Schnittstelle sehr gut definiert ist, die ist auch gut standardisierbar. Bei den Anlagentechniken geht es, glaube ich, im Einfamilienhausbereich, bei den kleinen Anlagen schon auch in die Richtung, dass dort quasi appbasiert eine Auswertung da ist.
für die Nichtwohngebäude, die sind meist Unikate, da haben wir das noch nicht. Aber am Ende wird sich Monitoring einfach verbreiten. Also das ist, da sind wir quasi ja gerade drin in der IoT. Und die Frage ist nur, wie schnell kriegt man es hin, die Daten auch so auszuwerten, dass man wirklich eine Information rauszieht. Okay, das würde ich immer. Also ich bin optimistisch, dass wir das gehandelt kriegen mit der Komplexität. Aber Frage, die auch vorgekommen ist, kriegt man das Wissen darüber, dass quasi wichtig ist, dass die Arbeitsorganisation durch Monitoring auch gestärkt wird, in den Köpfe rein. Bei mir ist Ihr Ton gerade ziemlich am Abwandern. Darum würde ich jetzt mal dem Herrn Riebesecker das Wort erteilen. Ja, vielen Dank. Ich habe jetzt gerade meine Kamera ausgeschalten, weil ich dachte, es liegt an mir. Das mit der IoT, das wollte ich auch nochmal betonen, insbesondere bei Sanierungen oder bei Neubauten mit der Digitalisierung habe ich hier schon auch große Hoffnungen, dass man im Monitoring Fehlerquellen findet. Und dann ist beim Monitoring einfach auch wichtig, dass es Alarmfunktionen gibt, die nicht nur auf der einen Plattform des Monitoring-Systems läuft, weil ich dann als Betreiber vielleicht gar nicht mehr auf die Visualisierung achte, sondern dass ich auch eine andere Art von Benachrichtigung bekomme, also E-Mail oder sowas. Und beim Neubau KfW 40 Plus mit der Visualisierung habe ich dann auch durch die Bewohner, Bewohnerinnen nochmal einen zusätzlichen zusätzliche Überprüfung, wo ich vielleicht gar nicht das technische Know-how habe, aber trotzdem wird es immer wieder hinterfragt oder aufgrund der steigenden Preise auch hinterfragt. Ich habe hier einen Energieausweis, warum trifft das nicht zu? Und Digitalisierung wird nicht nur wichtiger, sondern wird auch immer bekannter in den Branchen, in den Verwaltungen, in den Firmen, in den ausführenden Firmen. Dadurch, ja, deswegen kann ich mir das schon auch vorstellen. Also da stimme ich Ihnen auf alle Fälle zu. Und super interessant mit dem soziotechnischen Ansatz. Ja, hat mir sehr gut gefallen. Danke. Ja, vielen Dank für Ihren Beitrag. Danke. Jetzt ist noch eine Frage. Heizungs-EKG. Genau, da bewerten sie quasi auch die Heizung. Meines Wissens, da gibt es ja unterschiedlichste Anbieter, wird da meist eine Durchflussmessung mit angebracht. Das ist hier nicht laufend. Wir würden jetzt die Temperaturmessung laufend durchführen. Und teilweise gibt es Heizungs-EKG auch noch mit Abgasmessung. Ist für, sag ich mal, eine noch detailliertere Aussage sicherlich sinnvoll. Aus unserer Erfahrung ist es oft ausreichend, quasi schon die Temperaturen zu sehen, um zu schauen, was gut läuft und was nicht gut läuft. Und wenn es dann nachgelagert Indizien gibt, dass da irgendwie was im Argen liegt, dann kann man auch sicherlich immer noch detaillierter messen. Okay. Hier, mein Kollege schlägt vor, Sie zum Arbeitskreis der Energiebeauftragten einzuladen mit dem Vortrag. Also ich denke, heute haben Sie gute Werbung für sich gemacht. Werden Sie die eine oder andere Rückmeldung bestimmt nochmal erhalten. Also wir können Sie auf jeden Fall weiterempfehlen. Und wir haben ja was geplant zusammen. Im Mai oder Juni, war das 21. oder was? Den 24. Mai haben wir uns mal festgehalten. Genau, vielleicht noch eine kleine Werbung. ich hatte heute ja nicht viel Zeit, um auf das Thema Datenauswertung am Ende auch einzugehen. Und am 24. Mai haben wir gedacht, dass sich ein paar Startups aus dem Bereich Wärmewende mal präsentieren und da wir quasi von unserer Seite auch nochmal Input zu modernen Datenauswertemethoden. Ja, wunderbar. Dann würde ich sagen, 20:02 Uhr,
Herzlichen Dank für den interessanten Vortrag und für die Perspektiven, die wir gemeinsam haben und dass wir dranbleiben sozusagen an dem Thema. Und da wird sich auch Entwicklung daraus ergeben und vielleicht können wir da nochmal anknüpfen, spätestens im nächsten Jahr. Würde uns sehr freuen. Jetzt können Sie hier noch die Huldigungen im Chat anschauen. Sie hattet ja ganz richtig gesagt, der Moderator geht ein bisschen unter bei so einem langen Vortrag und ich glaube, ich kann mich ja auch mal für alle bedanken bei Ihnen, auch bei Frau Sobo, überhaupt für die Möglichkeit, dass das hier digital läuft und wir uns quasi in eine Lernphase begeben können, die ja sehr wichtig ist in der Wärmewende. Ja, okay, aber dann würde ich sagen, haben wir es jetzt, dann mache ich jetzt Schluss, mache die Kiste zu und schönen Abend noch. Ja, also danke nochmal und auch an alle Teilnehmer fürs Zuhören und Fragen stellen und auch für die netten Kommentare. Okay, na dann, schönen Abend, tschüss. Tschüss.